oder Bastelzeit, also mehr oder weniger. Ja, Postkongress-Seuche ist noch so ein bisschen unterwegs und ja, der Sturm hat auch ein bisschen Schaden gemacht. Also gucken wir mal, was wir so Kleines zwischendrin machen können, was nicht zu viel Aufwand ist. Und ich habe da was gefunden, das sieht ganz interessant aus. Und zwar in der Kiste geguckt und lapp, den hier gefunden. Ja, das hier ist eins von diesen LC-Panels, also aus dem Monitor. Und eventuell erinnert ihr euch, als ich so Raspberry Pis in Monitore gebaut habe, da habe ich mit denen hier irgendwie zerschossen, die Kontrollelektronik. Seitdem liegt das hier in der, müsste man mal verwerten, Kiste. Also gucken wir heute mal, was können wir mit dem alten Monitor, der eventuell nicht mehr sauber funktioniert oder den ihr nicht mehr braucht, der noch so schönes machen. Und zwar gibt es da etwas, was viele Leute schon gebaut haben, aber hey, machen wir es auch nochmal. Eine Lampe. Erste Sache ist die Anforderung, ihr braucht einen Bildschirm, wo die Hintergrundbeleuchtung noch funktioniert. Das heißt also, es gehen Bildschirme, wo die Elektronik kaputt ist, wie bei dem hier. Es gehen Bildschirme, wo das Panel selber einen Riss hat. Das heißt also, der hier solche Farbflecken drauf sind, ihr kennt es wahrscheinlich. Was nicht geht, sind Monitore, die nicht mehr angehen. Da müsstet ihr dann erst das Netzteil wahrscheinlich reparieren. Oder Monitore, bei denen die Hintergrundbeleuchtung kaputt ist, was auch je nachdem häufiger vorkommt. Das erste, was wir machen müssen, ist den Monitor auseinanderbauen. Brauche ich jetzt nicht groß. Den hier hatte ich ja schon auseinandergebaut. Ihr könnt ihn aufmachen, könnt dann erstmal schauen, was haben wir denn überhaupt für eine Beleuchtung. Ihr seht jetzt hier bei dem, da sind solche ja, pinken und hellblauen Kabel. Oder, wenn wir aufs Netzteil gucken, so ein großer Trafo hier oben. Das ist ein relativ gutes Zeichen dafür, dass das hier ein Monitor mit Röhren ist, also Kaltlichtkathoden. Das Licht, was da rauskommt, das ist vergleichbar mit ja, einer Energiesparlampe, würde ich sagen. Also nicht so gut wie LED, aber ist auf jeden Fall besser als eine Glühlampe. Und hey, der Monitor ist da. Wieso also nicht noch die restliche Lebenszeit sinnvoll nutzen? Die zweite Art von Monitoren, die es gibt, das sind LED-Monitore. Die sind natürlich noch schöner, weil sie weniger Strom verbrauchen. Da habt ihr dann meistens nicht so einen Trafo, sondern meistens mehrere Kabel, die von der Seite kommen und die dann auf dem Board gehen, was nach Step-Up-Regler oder ähnlichem aussieht, also mit Spulen drauf, mit einem Kontrollchip. Das ist halt ein schönes Zeichen dafür, dass ihr einen LED-Monitor habt. Nächster Schritt wäre dann das Netzteil zu identifizieren. Geht meistens relativ einfach. Hier sitzt halt die Buchse drauf, das heißt, das hier wird definitiv das Netzteil sein. Das brauchen wir, die Kontrollplatine, die drin ist und die ganze Ansteuerung mit den VGA, DVI, HDMI-Steckern oder was weiß ich, die brauchen wir nicht mehr, wenn wir das Ding nur als reine Lampe benutzen wollen, kann also weg. So, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, Monitor als Lampe, so hell sind die doch eigentlich gar nicht oder ich meine, sie sind hell, aber meh. Das ist aber kein Problem, weil wenn wir mal auf den Aufbau gucken, wir haben hinten die Lampe, hier hinten. Dann kommen Polarisationsfilter, das LCD selber und meistens noch ein Polarisationsfilter und ja, die schlucken natürlich Licht und die brauchen wir nicht. Das heißt, die können wir bei unserem Monitor ausbauen und ich würde sagen, das machen wir dann auch erstmal. Also fangen wir an, das Ding mal zu zerlegen. Ihr seht, ich habe die Elektronik schon runtergeholt, die ist bei den meisten Monitoren einfach aufgeklebt. Da lässt sich das mit ein paar Stecker losmachen ganz schnell wegtun. Beim Auseinanderbauen müsst ihr gucken, wenn ihr diese Kaltlichtkathoden habt, wie ich hier, also mit diesen lila Steckern hier, dann vorsichtig sein, wenn die zerbrechen, da ist Quecksilber drin, das ist sehr, sehr, sehr ungesund. Bei LED-Monitoren keine gesundheitsgefährlichen Sachen üblicherweise drin. Und ja, da könnt ihr dann ein bisschen härter dran vorgehen. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist den Monitor selber kaputt. Und ja, genereller Tipp hier für die Monitore, geht einfach durch, holt euch alle Schrauben, die ihr finden könnt und macht sie los, sodass wir da möglichst bis zum Panel runterkommen. Seht jetzt, hier ist eine große Platine drin. Das kommt alles raus, das brauchen wir alles nicht mehr. Das ist im Prinzip alles die Bilderzeugung selber und die brauchen wir natürlich nicht, wenn wir eine Lampe haben. Ich werde es jetzt hier trotzdem mal hier so lose wegklappen und versuchen am Stück rauszubekommen, weil das Panel war bei hier dem Monitor noch in Ordnung, kann ich als Ersatzteil brauchen. Wenn ihr dann alles lose habt, dann guckt mal meistens an der Seite, hier hingucken, da sind solche ineinander gesteckten Teile und so könnt ihr dann nach und nach, wenn ihr die rausbiegt, so ein bisschen, den äußeren Rahmen meistens vom Monitor lösen und so das Ganze auseinandernehmen. Okay, wenn wir den Rahmen weg haben, dann bleibt uns nur noch das eigentliche LC-Display und das ist jetzt meistens recht lose.
Jetzt achten wir mal darauf, hier unten sind diese Flachbandkabel. Das heißt, wir holen jetzt einfach mal die andere Seite, der kein Kabel ist, und gucken, ob das Display sich bewegt. In dem Fall tut es das anscheinend immer noch nicht. Lass mal schauen, ist hier irgendwas, was noch hält? Ach so, hier oben, da ist ein bisschen Schaumstoff, der hält den noch zusammen. Der Schaumstoff, der ist auf hier so ein Plastikrahmen, auch der ist geklippt. Das heißt, so, werden wir mal versuchen, auch den wegzumachen. Selbes Motto, die Latches hier, also diese kleinen Haken, aufbiegen, sodass sie drüber springen. Dann seht ihr schon hier, der Rahmen löst sich jetzt auch und legt dann immer mehr von dem internen fest. Ihr seht jetzt auch, jetzt geht hier alles so ein bisschen auseinander. Das ist genau das, was wir haben wollen. Wir wollen ja möglichst alles am Schluss auseinander haben, sodass wir da nur noch das Notwendigste haben. Also immer weiter biegen. Okay, das sieht gut aus. Das Ganze löst sich jetzt von dem hinteren Rahmen. Und, ups, da ist er mal gebrochen. Nicht so schlimm. Was wir jetzt aber schon mal sehen können, wir haben jetzt hier vorne dieses Panel. Ihr seht, so halb durchsichtig. Wenn wir hier ein bisschen abdunkeln, dann kann man auch durchgucken. Das ist der eigentliche Monitor. Und ja, den versuche ich jetzt hier abzuheben. Von der Rückseite so ein bisschen verspiegelt. Die Kamera mag das nicht, wie ihr seht. Den möglichst nicht zerdeppern. Wie gesagt, ich hatte es glaube ich beim letzten Mal schon gesagt. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber okay. So, Monitor ist da. Wie gesagt, halb durchsichtig. Man kann durchaus da Dinge durchsehen und er spiegelt natürlich auch morgen. Prinzipiell hier so einen durchsichtigen Monitor, den kann man sich auch zum Beispiel ans Fenster oder so machen, wenn man die Elektronik noch hat, und dann ja das Fenster als Monitor benutzen. Auch eine schöne Sache. Deswegen, wie gesagt, ich lege den mal am Stück weg. Den kann ich noch bestimmt irgendwo recyceln. So, das nächste, was wir haben, sind hier verschiedene Folien. Holen wir die mal raus. Ja, so, genau. Okay, das erste, was wir haben, ist hier hinten, da ist so ein Muster drauf. Hatte ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Mal gucken, ob es hier filmen können. Ja, da sieht man es. Das ist der eigentliche Lichtverteiler. Wir haben hier dieses Wabenmuster. Von oben und unten strahlt das Licht rein. Und die Waben versuchen das dann möglichst gleichmäßig rauszubekommen. Wir haben dann hier verschiedene Filterfolien. Das hier, das ist einfach nur so Milchglas, um das Ganze nochmal fleckenfreier zu bekommen. Weil ihr könnt euch vorstellen, die Waben, die machen dann noch so ein bisschen was. Und das hier, das ist eine fressende Linse. Die dürfte wohl in jedem Fall auch nur zur Verteilung sein. Was wir hier nicht haben, das sind Polarisationsfilter. Die sind alle in dem Panel verbaut. Heißt für mich, ich lasse jetzt mal hier diese Folien drin. Die verteilen, wie gesagt, das Licht hin und her. Das ist eigentlich ja etwas, was wir haben wollen. Wir wollen das Licht verteilen. Und im Prinzip war es das schon. Wir können jetzt den Monitor wieder zusammenbauen, ohne die eigentliche LC-Einheit. Ich versuche das jetzt hier mal, den Rahmen einfach wieder draufklipsen, soweit wie es geht. Ihr habt ja gesehen, ich habe mir hier leider ein bisschen kaputt gebrochen, aber nee, das wird man am Ende nicht sehen. Bauen wir mal wieder zusammen. Okay, der Plastikrahmen ist schon mal wieder drauf. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem Metallrahmen direkt weiter. Auch den einfach wieder drauflegen und dann diese ganzen Clips, die wir hier hinten haben, die wieder an der passenden Stelle einrasten lassen. Wenn wir damit fertig sind, müssen wir jetzt natürlich ein bisschen gucken, dadurch, dass das LC-Panel fehlt, wird hier ein Rand bleiben. Das ist ja natürlich dann alles nicht mehr ganz so dick. Aber es müsste eigentlich genügend Stabilität haben, um nicht komplett auseinanderzufallen. Und das ist für uns erstmal ausreichend. So, und auch der Metallrahmen ist drauf. Wir könnten jetzt im Prinzip den Rest vom Monitor noch zusammenbauen, aber ich denke mal, hier so kann ich das ganz gut brauchen. Sieht nicht so schlecht aus. Tun wir das erstmal weg, denn das nächste, was wir brauchen, das ist natürlich noch Strom für diese Hintergrundbeleuchtung. Und ich hatte ja eben schon gesagt, ich werde das Originalnetzteil benutzen. Vorsicht, Rückseite hat Lötstellen und Lötstellen sind scharf. Ja, im Prinzip das Originalnetzteil hat zwei wichtige Aufgaben. Und zwar geht es hin, stellt die Standby-Spannung für die Logik zur Verfügung und wird von der Logik kontrolliert für die Hintergrundbeleuchtung. Und ja, genau die müssen wir jetzt austricksen. Wir wollen nämlich, dass die Hintergrundbeleuchtung ständig läuft und nicht nur, wenn die Logik das sagt. Ganz viel Glück habt ihr, wenn das Ding beschriftet ist. Ist jetzt hier leider nicht der Fall. Ich gucke mal, ob ich noch ein Logikboard habe, ob wir da drauf was sehen können. Ansonsten, für hier das Modell hatte ich ja schon
Hier eine Einblendung gemacht. Kommt dann hier nochmal. Ja, und das sieht schlecht aus. Auch auf der Gegenstelle hier, wenn wir gucken, da ist leider keine Beschriftung. Ich werde jetzt hier cheaten und werde einfach das, was ich schon mal rausgefunden hatte, benutzen. Nämlich was wo ist. Bei den meisten Monitoren werdet ihr eher Glück haben. Meistens ist nämlich hier eine Beschriftung drauf, wie hier bei dem. Wenn wir hier gucken, hier haben wir ein BL-Dim und BL-On. Backlight dimmeln, Backlight einschalten. Und ja, im Prinzip geht es darum, diesen Backlight-On-Pin zu suchen. Ihr könnt auch ein bisschen auf die Traces gucken. Meistens sind diese Backlight-Pins dünner als alle anderen. Und hier können wir es auch ganz gut sehen. Wir sehen hier diese beiden, der dritte und vierte. Das sind relativ dünne Traces. Die werden also die richtigen sein. Und auch hier bei dem, wenn wir hier schauen, diese Steuertraces, das sind relativ dünne. Also es ist eine von denen. Was wir dann machen können, ist einmal nachmessen. Dazu brauchen wir erstmal Ground. Ground ist relativ einfach zu finden. Meistens ist nämlich das Gehäuse Ground und dann ist hier um diese Schraublöcher auch entsprechend einmal Ground drum. Das heißt, wir können auch schon mal sagen, diese beiden Pins hier, die sind Ground. Was wir jetzt machen, ist Strom draufgeben und unser Multimeter holen im Volt-Modus. Das heißt, wir stellen das hier ein, stellen auf DC Volt, gehen mit dem Minus entsprechend an einen Ground, zum Beispiel hier hinten an die Stelle. Und mit dem Plus gehen wir jetzt einmal auf diese Pins drauf. Und dann können wir schon mal sehen, ob einer von den beiden ein Potenzial hat. Das heißt, ich halte jetzt an. Wichtig, hier ist Netzspannung drauf teilweise. Also aufpassen, wo ihr hinfasst. Und dann schauen wir einfach mal. Wir haben hier den Pin, haben wir gesagt. Da ist momentan 0,8 Volt drauf. Was sagt der hier? Der hat 0 Volt. Doch, der hat auch 0,8 Volt. Dann gucken wir mal hier die anderen. Was hat der hier? Das sind 5,5 Volt. Gut zu wissen. Und das war Ground. Was haben wir hier hinten noch? Da haben wir nochmal 5,5 Volt. Und nochmal 0 Volt. Okay, das heißt, wir können schon mal relativ sicher sagen, einer von den beiden Pins, der ist momentan low. Den müssen wir auf 5 Volt wahrscheinlich dann ziehen. Oder 3,3. Dann machen wir das mal. Also, wir haben jetzt hier entsprechend unser Board fertig. Im Moment ist kein Strom drauf. Ich habe es im Moment ausgezogen. Trotzdem Vorsicht, hier könnten Kondensatoren drauf sein, die auch ausgezogen noch Spannung haben. Und ja, wie schon gesagt, wir müssen es wahrscheinlich hochziehen auf einen höheren Pegel. Ich möchte aber ungern direkt 5 Volt drauf geben, sondern ich werde hier hinten einen Widerstand benutzen. Das ist jetzt ein 10 Kilo Ohm, der geht zum Beispiel. Und was ich jetzt mache, ist mir die 10 Kilo Ohm auf eine Messspitze holen. Moment. Ich habe jetzt hier auf der Spitze 5 Volt vom Netzteil. Habe noch einen Ampermeter, Milliampermeter dazwischen geklemmt. Und der Strom ist an und ich würde jetzt einfach mal hier berühren und da passiert offenbar nichts. Und der hier, aha, das sieht gut aus. Nein. Wir sehen, er geht ab und zu an, aber er bleibt nicht an. Jetzt ist die Frage, ich bin mir relativ sicher, dass es die beiden Pins sind. Das sind Backlight und On, also die PWM, die Helligkeitseinstellung und Ein-Aus. Es kann jetzt natürlich sein, dadurch, dass es bei beiden es nicht sauber reagiert, dass wir beide berühren müssen. Machen wir das mal, beide gleichzeitig. Und ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Vielleicht irgendwie ein Kontaktproblem. Ich mache das gerade nochmal fest. Ja. Wir können mal den 10 Kilo Ohm rausmachen. Das kann jetzt natürlich auch sein, dass der ein bisschen quer schießt. Ja, das sieht besser aus. Wenn wir Kontakt haben, kriegen wir sie ja auf jeden Fall dauerhaft an. Dieses Flackern und so, das ist, weil er in einem undefinierten Zustand ist. Das kann durchaus hier mal vorkommen, dadurch, dass wir keine Pull-Down-Widerstände oder sowas haben. Wenn wir den Kontakt richtig herstellen, dann klappt das einwandfrei. So, was machen wir jetzt? Jetzt wahrscheinlich schon am Stecker gesehen. Ich habe hier schon was vorbereitet. Und zwar habe ich die beiden Leitungen, ja, mein Finger reicht schon zum Einschalten, die beiden Leitungen für Power-Up und für die Hintergrundbeleuchtung, also PWM, die Helligkeit, festgemacht und die mache ich jetzt hier einfach fix, ohne alles andere, auf die 5 Volt. Und ihr seht, wenn wir das fest haben, es leuchtet jetzt hier im Hintergrund. Und ja, das ist im Prinzip fertig. Jetzt können wir das Ganze nehmen und wieder ins Gehäuse verfrachten. Wenn ihr im Übrigen nicht mit dem Originalnetzteil hier arbeiten wollt, weil zum einen Netzspannung gefährlich und so weiter, dann könnt ihr auch natürlich das mit anderen Sachen machen. Ihr habt hier die ja eventuell schon im vorherigen Video gesehen. Das ist so ein 12 Volt Inverter.
Mit denen kann man hier solche Röhrenmonitore, also nicht Röhrenmonitore, sondern Kaltlichtkathodenmonitore auf 12 Volt umbauen und dann beispielsweise mit einem Steckernetzteil von einem Router oder so das Ganze betreiben. Bei LED geht das Ganze auch, da gibt es zum Beispiel sowas hier, spezielle LED-Treiber. Muss man mal nachschauen, dass das Ganze auch zum Monitor passt. Sollte sich aber durch Messen rausmessen lassen. Müsst dann das Originalnetzteil einmal anschließen, den Strom messen, der zu den LEDs geht und dann einen passenden von diesen Modulen hier raussuchen. So, was machen wir jetzt mit der Lampe? Naja, Licht offensichtlich. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie eine dunkle Ecke hier habt, im Flur zum Beispiel. Tada! Es wird Licht. Ja, das Ganze kann man natürlich auch flach an die Wand hängen, so als Fensterersatz, sage ich mal, dadurch, dass das auch meistens relativ gute Lichtfarben sind, also relativ hell, relativ Sonnenlicht ähnlich, sage ich mal. Ja, was man noch beachten muss, ihr seht jetzt eventuell, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera wiederkommt, hier diese Röhrenmonitore, die alten, also die CCFL-Monitore, die werden mit der Zeit erst heller, das heißt, wenn ihr sie direkt einschaltet, ist nicht die volle Lichtleistung da. Die werden erst nach und nach dann was heller. Ansonsten, ihr seht, im Moment habe ich sie hier so schräg. Man kann sie, wie gesagt, an die Wand hängen, man kann sie in die Decke einlassen, so als ja, LED-Panel-Ersatz, sage ich mal, gerade wenn es ein LED-Monitor ist. Oder, wofür sie auch ganz gut sind, wo ich hier den wahrscheinlich hinmachen möchte, ist unter einen Schrank, so als Beleuchtung unten drunter. Ist relativ gut, weil dünn. Netzteil kann man auf Seite schaffen, im Schrank, hinterm Schrank. Und ja, so kann man dann hier so einen Monitor recyceln, hat wieder halbwegs eine sinnvolle Funktion. Das ist, wie gesagt, ein relativ schönes, helles Licht, wenn auch nicht jetzt in dem Fall das energieeffizienteste, dadurch, dass es halt mit Röhren arbeitet. Aber ihr habt eventuell die Ähnlichkeiten gesehen, also die Verteilfolien und so, die hier drin sind. Das ist bei so einem gekauften LED-Panel auch nicht anders. Also von daher, die Technik ist nicht schwer unterschiedlich. Ja, wenn ihr einen effizienten Monitor habt, der entsprechend effiziente LEDs bereits drin hat und der halt irgendwie kaputt ist oder weg soll, ja, dann macht das natürlich eine schöne Lampe, kann ein paar Euro sparen und im Zweifelsfall, hey, Licht kann man immer brauchen. Gibt nichts Schlimmeres als dunkel, gerade hier in der Jahreszeit. Und ja, ich würde mal sagen, der tut jetzt, was er soll.